Mein Name ist Birgit Hülsken, ich bin die Leiterin der Stadtbibliothek und auf Wunsch von Dorsten Online möchte ich gerne einige Bücher als Weihnachtsgeschenke empfehlen. Anfangen möchte ich mit dem Bilderbuch Das Weihnachtsruschel. Das ist eine ganz niedliche Geschichte um Tiere im Wald, die kurz vor Weihnachten sehr genervt sind, ganz viel Stress haben. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass sie gemeinsam Weihnachten feiern, aber sie entdecken dann einen kleinen Hund im Wald und dann wird alles ganz anders. Sehr schöne Geschichte, sehr niedlich. Ebenfalls für Weihnachten ist Wilma Walnuss, Winter und Weihnachten im kleinen Baumhotel. Wilma Walnuss leitet das kleine Baumhotel. Die Reihe spielt zu allen Jahreszeiten. Wilma beherbergt Gäste aus allen Ländern und erlebt mit denen Abenteuer. Bei Weihnachten erfährt man auch was über die Weihnachtsbräuche in anderen Ländern. Es ist total liebevoll gestaltet, wunderschöne Illustrationen, weihnachtliches Ambiente, eine sehr schöne Geschichte zum Vorlesen für Kinder ab 5 Jahren. Als nächstes würde ich gerne das Buch So bin ich, wähle das, was zu dir passt, empfehlen. Das ist schon Band 2, geschrieben von einer Mutter für ihre Kinder. Und es geht eigentlich darum, dass man miteinander ins Gespräch kommt. Die Tiere erleben alle irgendetwas. Also hier zum Beispiel soll der Waschbär basteln und das Kind wird aufgefordert zu beschreiben, was es selbst am liebsten bastelt. Und ja, wie gesagt, sehr interaktiv das Buch, geeignet zur Sprachförderung, schöne Illustrationen, ein Buch für die ganze Familie, geeignet für Kinder ab 4 Jahren. Ein wunderschön lustiges Buch ist das Klugscheißerchen, geschrieben von Marc-Uwe Kling, dem Autor der Känguru-Chroniken und auch als Bilderbuchautor mit dem Nainhorn bekannt. Das Klugscheißerchen kennen wir wahrscheinlich alle, steckt wahrscheinlich in jedem von uns. Das kleine blaue Wesen, ja, macht einfach Spaß, die Geschichte zu lesen, ist nur fast ein bisschen zu kurz. Zum Vorlesen geeignet für Kinder ab 5 Jahre, zum Selberlesen ab 7. Bookman ist ein Buch, das jede Bibliothekarin begeistert, weil es spielt in einer Bibliothek. Matteo, die Hauptfigur, liest am liebsten in der Bibliothek und ist dadurch ein bisschen ein Außenseiter. Aber Bücher machen ja ganz viel mit Menschen und das passiert auch mit Matteo. Er entwickelt sich zu einem Superhelden, zu Bookman und erlebt großartige Abenteuer. Also sehr schön, lustig zu lesen und es wird auch Fortsetzungen geben, das ist auch schon bekannt. Ja, das Buch kann man sehr gut selber lesen, ab 7, 8 Jahre, würde ich sagen. Worst Week Ever ist eine Geschichte für alle, die nicht ganz so gerne lesen. In der Tradition ein bisschen von Gregs Tagebuch. Also es gibt viele Comic-Elemente, viele Bilder. Es geht um Abenteuer oder Katastrophen, die sich in der Schule ereignen. Und bisher erschienen sind Geschichten von Montag und Dienstag, aber es wird weitergehen und man kann immer eine ganze Woche erleben. Denke, zum Selberlesen ab 8 Jahren gut geeignet und ja, macht Spaß. Schließen würde ich gerne mit zwei Mitmachbüchern zur Schule der magischen Tiere. Einmal das Backbuch für alle, die gerne backen und Spaß daran haben. Besonders schön ist der hintere Teil, wo eben halt auch ganz viele Weihnachtsplätzchen präsentiert werden. Dieses Jahr vielleicht ein bisschen knapp, aber für nächstes Jahr immer noch eine gute Idee. Und abschließend gibt es auch noch das die Schule der magischen Tiere Buch zum Selberzeichnen. Für die Bibliothek ein bisschen ein Fehlkauf, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man aufgefordert wird zu malen. Und das ist natürlich sehr anregend, aber für die Bibliothek nicht ganz geeignet. Aber ich denke mal, Spaß macht es auf jeden Fall. Es war jetzt nur eine winzig kleine Auswahl aus unserem großen Bestand und ich möchte alle herzlich einladen, auch gerne vielleicht einen Bibliotheksausweis zu verschenken, wobei der sogar für Kinder kostenlos ist, um unseren ganzen Bestand nutzen zu können. Frohe Weihnachten!